Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin noch in Schwandorf, das ist bei Regensburg so ziemlich südlich und wir stellen euch jetzt diesen LF20 hier vor von Lendner. Das mache ich aber nicht alleine, ich hole mir jetzt mal den Michael an meine Seite. Michael, hallo, grüß dich. Servus. Servus. Erzähl mal, was haben wir für ein schönes Ding? Ja, wir haben ein neues LF20 in Schwandorf bekommen, vor gut zwei Wochen. Das LF20 ging am 16. August in Betrieb als Ersatzbeschaffung für unser altes TLF 1625. Wir haben das Fahrgestell ist ein MAN mit 340 PS und wie der Willi schon gesagt hat, den Aufbau hat die Firma Lendner ausgeliefert. Klasse. Da ist noch ein bisschen Wachs drauf hier, ne? Ja, ist genau. Noch ganz noch neu. Ganz, ganz frisch. Aber ist schon ganz schön groß. Okay, das heißt, wir gucken einfach mal rein und du zeigst uns das so ein bisschen. Genau. Klasse, okay, dann fangen wir an. Los geht's. Willkommen im Fahrerraum von unserem neuen LF20. Ich sitze jetzt am Maschinistenplatz. Neben mir ist dann der Platz vom Gruppenführer. Was haben wir hier Besonderes drin? Einmal haben wir hier unsere Atemschutzüberwachung. Die findet jetzt noch notdürftig hier Platz. Die kommt dann später hinten in den Mannschaftsraum. Hier vorne Funk. Wie ihr wisst, auch für einen Einheitsführer, zwei Funkgeräte sind mittlerweile vonnöten. Einmal in Verbindung für die Leitstelle und zur Verbindung zur Einsatzstelle. Dann hier am Gruppenführerplatz haben wir unser Einsatztablet. Diverse Funktionen, wie unter anderem hier ist unser Alarmmonitor. Im Einsatzfall wird auch direkt der Einsatzort angezeigt und direkt eine Navigation gestartet vom Tablet aus. Und unter anderem haben wir dann noch Gefahrgutblätter und so weiter und Hydrantenpläne am Tablet dann. Also die üblichen Sachen. Ebenso haben wir dann noch zwischen Maschinist und Gruppenführer finden wir noch zwei Adalitlampen als Unterstützung für den Gruppenführer bei der Erkundung, wenn es draußen dunkel ist. Das sind nicht nur irgendwelche, das ist mit voller Power sogar. Hier vorne findet man nur Digitalfunk, ein MRT sozusagen. Und vorne am Gruppenführerplatz vor der Windschutzscheibe finden wir noch einen Suchscheinwerfer. Und ein Teddy. Das ist natürlich auch schön. Was ich natürlich auch sehe und was ich natürlich wieder gut finde, ist, dass ich jetzt auch in letzter Zeit häufiger, dass man hier eine kleine Lampe hat, dass man hier und bei Nacht nochmal ein bisschen Unterstützung hat. Kommen wir zu unserem Mannschaftsraum. So. Jetzt haben wir einen Mannschaftsraum. Wir haben Besatzung, haben wir noch nicht gesagt. Es ist ein Gruppenfahrzeug. Hier im Mannschaftsraum, wir haben nur zwei Geräte im Mannschaftsraum verbaut, da wir nämlich einen 2500 Liter Wassertank haben. Also die anderen zwei Geräte finden dann im Geräteraum Platz. Hier unten haben wir einen Kühlschrank eingebaut für die Einsatzkräfte, dann mit Wasser und Apfelsaft, auch für die Atemschutzgeräteträger. Dann unter der Sitzbank hier finden wir dann zum einmal zwei Rettungstücher in verschiedenen Größen, dann Feuerwehrleinenbeutel und eine Decke. Und sogar richtig heiß beleuchtet, ne? Das finde ich auch cool. Okay. Dann hier haben wir noch dann diverse Atemschutzausrüstung. Einmal unsere Wärmebildkamera, dann ex-geschützte Funkgeräte, normale Handsprechfunkgeräte, ein Gasmessgerät von der Firma MSA. Und unten haben wir nochmal Handlampen für unsere Atemschutztrupps. Hier oben finden wir dann eigentlich die Hauptausrüstung von Atemschutzgeräte-Trupp. Einmal die Maske, eine Fluchthaube sowie ein Leinenbeutel. Also das ist alles Wichtigste vom Trupp, was er mitnehmen muss. Zum Ausrüsten von den Atemschutzgeräteträger schnappt sich dann jeder seine Maske. An der Einsatzstelle haben wir dann hier unsere Entriegelung. Anziehen. Und fertig. Und dann hier noch HRT, Handlampen. Und ist das First Responder Ausrüstung, oder? Genau, das ist unser Notfallrucksack noch. Du siehst so ein bisschen leicht verschwitzt aus, wie kommt's? Ja, gerade noch während den Dreharbeiten einen Einsatz gefahren, eine kleine Türöffnung. Mit diesem Auto? Ja, war aber nichts Dramatisches.
Von der Innenraumbeleuchtung können wir einmal hier auf unsere Schalte zwischen Tag und Nacht umstellen. Haben wir zwei Modi praktisch. Einmal, das wäre jetzt die Nachtfahrt und das ist die Tagfahrt. Das grüne Licht darum, warum macht man das in der Feuerwehr? Weil das Auge sich dann in der Nacht nicht auf das grelle Licht an der Einsatzstelle gewöhnen muss. Und das grüne Licht wirkt auch angeblich beruhigend für die Einsatzkräfte. Aber das mit den Türen ist natürlich richtig cool, ne? Nice. Dann kommen wir zu der anderen Seite von unserem Mannschaftsraum. Da haben wir einmal hier oben eine Funktionsweste für die Atemschutzüberwachung. Dann einmal FFP2-Masken, ganz Corona-konform zum Ausrücken, weil wir ja die Abstände im Fahrzeug nicht einhalten können. Weiter unten haben wir unseren Koffer extra für Maschinenunfälle. Darin findet man dann zum Beispiel einen Dremel, was man auch zur Ringentfernung zum Beispiel macht. Wenn man ins Krankenhaus alarmiert wird, wenn der Finger anschwillt, dann kommen wir, dann machen wir den Ring runter. Und auch diverse andere Sachen, alles für Maschinenunfälle praktisch. Und ja, das ist auch ganz neu, haben wir jetzt mit dem Auto erst neu bekommen, das Ganze. Hier haben wir eine leere Box. Hier unten haben wir diverse Schrauben, um irgendwas zu verschalen etc. Ja, wenn man halt nach einer Türöffnung oder um Fenster zu verschließen und so weiter, also wenn man Holz irgendwo anschrauben muss an der Einsatzstelle. Hier weiter unten nur eine leere Box, die wird noch gefüllt. Wie gesagt, wir sind noch ganz neu mit unserem Fahrzeug. Hier unten haben wir dann unseren Zifix-Koffer, den wir jetzt gerade im Einsatz gehabt haben bei der Türöffnung. Und hier oben haben wir nochmal für die ganze Mannschaft hinten Warnwesten. Zu diesen Schrauben und sowas, man ist gesetzlich verpflichtet, wenn man eine Türöffnung macht, dass man nach dem Einsatz das so hinterlässt, dass das Haus, die Wohnung nicht für andere offen steht. Das heißt, wenn man durchs Fenster ist, durch die Tür, wie Michael gerade gesagt hat, muss man das hier verschließen, zuschrauben. Das gehört zu unseren Aufgaben dazu. Hier haben wir zu einem unseren Stromerzeuger, also für die Beleuchtung praktisch an der Einsatzstelle und so weiter. Dann hier einmal unser Kombigerät von Weber Rescue. Das ist ein Kombigerät aus Schere und Spreizer. Hier oben haben wir die Rettungsausrüstung für den Sicherheitstrupp. Da haben wir dann eine Ersatzflasche dabei, eine Fluchthaube für einen verunfallten Trupp und so weiter. Oben haben wir dann nur eine Säbelsäge und eine Heumesssonde. Wir haben auch am 1120 das Konzept von Akkugeräten praktisch, also unser Kombigerät sowie dieselbe Säge haben wir den gleichen Akku. Da haben wir dann auch hier oben nochmal Akkuladegeräte verbaut. Speziell für Fahrzeugöffnungen. Ihr wisst, im Sommer, die Mutter hat das Kind im Auto vergessen oder das Haustier. Haben wir jetzt ein Werkzeug drin, um Türen von Autos, von PKWs und so weiter zerstörungsfrei zu öffnen. Finden wir dann nochmal unsere Kissen. Die werden oben in die Tür ins Auto gesteckt, aufgepumpt, damit die Tür ein bisschen rauskommt. Danach haben wir dann unser Fahrzeugöffnungsset, das gelbe Gestänge. Da können wir dann oben reinfahren und die Tür oder versuchen, die Türklinke zu ziehen, um das Auto zu öffnen. Hier haben wir nochmal einen Bolzenschneider. Hier haben wir unsere Beleuchtungseinheit. Wir haben jetzt hier eine Variante von Quicklight, heißt es. Das ist eine Kombination. Also kann man zeigen, kann man einmal als Akku betrieben, dann über Kabel, haben wir jetzt ihn angesteckt. Kommt auch ganz normal aufs Lichtstativ drauf. Und so haben wir Kombination aus Akku und Kabel, wie gesagt. Hier nochmal die Anschlusskabel für unser Quicklight-System sowie ein Abspannset für die Flutlichttrage. Und oben haben wir noch ein Abschleppseil. Und hier nur eine normale Feuerwehraxt. Findet man dann noch Ersatzflaschen für unsere Atemschutzgeräte sowie eine Handsäge oder eine sogenannte Bügelsäge. Hier unten haben wir unsere Kettensäge. Dann haben wir einen Motortrennschleifer sowie oben eine Rettungssäge mit Zubehör. Und oben haben wir dann für unser
für unsere Motorsäge nur unsere notwendige Schutzausrüstung, bestehen aus 2 Schnittschutzhosen und 2 Waldarbeiterhelmen. Genau, im G3 von der LF20 findet man dann oben einmal Schornsteinwerkzeug, was bei Kaminbränden zum Beispiel zum Einsatz kommt. Kiste weiter drunter haben wir nochmal 5 Atemschutzmasken und 2 Fluchthauben drin. Hier dann 2 Leitungsrolle, wobei eine als Schnellangriff dient. Die ist ja bereits schon im Fahrzeug angesteckt. Wie gesagt, hier haben wir unsere Atemschutzgeräte für den Wassertrupp oder beziehungsweise für den zweiten Atemschutztrupp. Kann man hier da entriegeln. Und somit habe ich dann mein Gerät auch auf einer Höhe, wo ich mich dann sauber ausrüsten kann. Dann rechts daneben finden wir auf der Seite unsere Armaturen zur Wasserabgabe. Das sind zum einen schon mal 2 B-Hohlstrahlrohre, gleich mit einem Stützkrümmer vormontiert, ein Mehrzweck-B-Rohr, sowie oben haben wir nur ein Hohlstrahlrohr Größe D. Auf der anderen Seite haben wir dann noch diverse Übergangsstücke von B auf C, von C auf D, ein BC-Übergangsstück, Schachthaken, Halligentool, Feuerwehräxte und einen Spalthammer. Und hier haben wir noch ein Ding für unser Löschlanzenhammer zum Vorschlagen praktisch. Und unser Löschlanze selber findet man dann hier auf der Seite drin. Das finde ich natürlich super, dass gleich am B-Hohlstrahlrohr gleich der Stützkrümmer mit dran ist. Das verleitet einen das gar nicht, das B-Hohlstrahlrohr eh mal kurz alleine zu nehmen, sondern hier ist schon klar, das macht man nicht alleine, sondern mit Stützkrümmer. Ansonsten, wie beim Mehrzweckstrahlrohr auch, ein B-Hohlstrahlrohr ohne Stützkrümmer, 3 Leute. Okay, dann kommen wir noch zum G5 auf der Vorderseite. Hier unten finden wir zum Beispiel unseren Verteiler. Dann hier oben haben wir 4 Tragekörbe mit Schlauchgröße C. Oben haben wir unsere B-Schläuche. Oben haben wir nochmal eine kleine Männerhandtasche, wie von der Drehleiter. Die besteht auch nochmal aus einem Übergangsstück CED, einem Druckschlauch Größe D und einem Hohlstrahlrohr Größe D. Oben haben wir dann noch Bindedraht, Seilschlauchhalter und einen Ansaugschlauch für unseren Schaumittelkanister. Hier finden wir unser Schlauchpaket. Da lacht mein Herz, also dass auch das mit Schlauchpaket jetzt auch von den Fahrzeugherstellern ernst genommen wird, dass sozusagen eine Halterung extra dafür ist, dass man dieses Schlauchpaket quasi mitnehmen kann. Sonst hat man die irgendwo rein oder im Schlauchtragkorb. Das finde ich gut. Und vor allem die Höhe. Ganz hell los. Auch von der Mechanik fällt mir gerade auf bei dem Fahrzeug, das ist alles sehr hochwertig. Also auch vorne schon der Klappschrank und das hier alles, das wirkt schon alles sehr ausgereift. Hier haben wir dann nur ein Mehrzweckrohr Größe C. Und hier finden wir noch dann 2 Hohlstrahlrohr Größe C. Hier am Schlauchtragekorb haben wir noch unseren mobilen Rauchverschluss, der dann auch direkt wieder mit unserem Tragekorb verbunden ist. Dazu haben wir ein separates Video gemacht und das zeigt euch der Feuerwilli auch noch gerne. Zum Anlegen. Warte, was ist denn so laut? Ruhe bitte! Wir haben einen Einsatz. Achso, haben wir einen, ne? Ja. So, mein Schatz. So. Okay.